Ja, servus Leute. Mich haben jetzt schon einige Leute darauf angesprochen, wie ich es denn geschafft habe, Portale wie Twitter, Telegram, Dropbox, Facebook hier in den Kanal-Trailer neu zu erben. Und zwar ist es ja so normalerweise bei Twitter jetzt zum Beispiel, dass man Twitter hier nicht einfach hinterlegen kann. Ist richtig. Ich nutze da einen kleinen Workaround. Und zwar, wir haben ja unseren Podcast-Blog. Und der Podcast-Blog, der basiert ja auf WordPress. Und im WordPress gibt es ein ganz cooles Plugin. Schauen wir mal. Installierte Plugins. Und es schimpft sich Page Links To. Das heißt, im Endeffekt, ich kann jetzt eine Seite erstellen. Und wenn jemand diesen Seitenlink vom WordPress aufruft, dann wird er automatisch weitergeleitet, ne? Die ganze normale Weiterleitung halt einfach. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar, ich habe mir gedacht, wir lassen das Ganze jetzt halt einmal auf ein SoundCloud-Profil einfach mal zum Testen weiterleiten. Und zwar zu diesem Travis Scott. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich habe mir den jetzt einfach mal rausgesucht. Und auf den möchten wir jetzt weiterleiten, wenn man auf unseren Button Twitter klickt. Also das ist ganz einfach. Wir kopieren uns einfach mal in seine URL. So, das ist so sein Profil halt. Gehen wieder in unseren WordPress-Blog, sagen Seite erstellen. Und ich habe mir das jetzt so angewöhnt. Ich meine, das kann jeder machen, wie er will, aber ich gehe jetzt hin und sage einfach, die Seite heißt YouTube minus Sound Cloud. So. Weil das sich der dann eh kann. Ne? YouTube minus SoundCloud. Und jetzt sage ich eben hier kommt jetzt praktisch das Plugin im Einsatz, wo ich dann sage, wenn jemand diese Seite aufruft, dann leite auf folgende Seite. In dem Fall hier zu unserem Travis Scott und sagen, das bitte im neuen Fenster aufmachen. Veröffentlichen das Ganze. Zack. Jetzt ist das ganze Ding veröffentlicht. Und wenn wir jetzt mal wieder auf Seiten gehen, also alle Seiten, und suchen uns den, halt, da ist sie, und unter Quick Edit, ne, so heißt unsere Seite. Und jetzt brauchen wir eigentlich nichts anderes machen, wie wenn wir jetzt hier oben dann slash, zack, SoundCloud, dann werden wir automatisch schon dahin geleitet. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Kopieren das wieder rein. Kopieren uns den ganzen Link. Schmeißen den da einfach rein. Na, Reidinger slash bam, 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 YouTube SoundCloud. Ich hoffe, der speichert das jetzt. Mal nochmal Enter drücken. Mal refreshen. Weil die Seite war schon ein bisschen offen. So. Wo ist er? Twitter. Änderungen übernehmen. Passt. So. Jetzt tun wir hier mal refreshen. Und wenn wir jetzt auf Twitter gehen, dann kommen wir auch beim Travis Scott raus. Ne? Also. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Ansonsten fragt einfach mal nach. Gerne in die Kommentare. Ja. Ansonsten wünsche ich euch nur viel Spaß und schaut da mal auf die anderen Videos von mir, ne? Oder hört da mal einen Podcast rein. Macht's gut, bis die Tage. Servus.